Ich bin zurück von den Worlds und es gibt zahlreiche neue News, die ebenfalls auf den Weltmeisterschaften in Seattle bekannt gegeben worden sind. Unter anderem wird am 1. Oktober ein riesiges Duel Links Update kommen, gerade passend natürlich auch zum Rush Duel Modus. Und wir werden neue Fusionen haben, neue Charaktere haben und zahlreiche neue Quest-Aufgaben-Stories, die das Update mit sich bringt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und wir werden das Ganze natürlich ebenfalls spielen, wenn es klappt, sogar am 1. Oktober. Seid ihr gerne am Start. Ich bin gespannt, was wir dort alles erleben werden. Wir haben aber in der Abstinenz natürlich auch neue Boxen bekommen und neue Structure Decks und neue Gegenstände, neue Specials. Allen drum und dran. Ich habe ein paar Kristalle gefarmt für euch und wir sehen hier schon Cyberdrachen Launch. Okay, was haben wir hier Schönes? Wir haben hier tatsächlich den Cyberdrachen. Okay. Das ist sehr geil. Ein Rush-Duel, Cyberdrache. Da bin ich absolut ein Freund von, sage ich mal. Ne? Leider keine Fusion oder ähnliches. Aber wir kriegen sogar der kostenlos. Ein kostenloses Deck. I take that anytime, I would say. Und jetzt haben wir ein Cyberdrachen-Deck. Also alles, was kostenlos ist, nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir haben auch zahlreiche Boxen hier. Und hier kriegen wir ebenfalls in Rush-Duel nochmal kostenlose Booster. Und wir haben eine Karte, die sehr, sehr stark sein wird für Drachendecks in der Zukunft. Und zwar ist das der Illusionsschlagdrache Miragigas. Und dieser hat nicht nur 7 Sterne, 2500, 1,5, sondern auch den Effekt, lege ein Drachenmonster Stufe 7 oder niedriger von deiner Hand auf dem Friedhof. Und dann bis zu 2 auf einem Monster der Stufe 7 oder niedriger auf dem Spielfeld deines Gegners verlieren bis zum Ende des Spielzugs 1500 ATK. Das ist stark. Und falls diese Karte dieses Spielzug ein Monster durch Kampf zerstört, kann sie einen zweiten Angriff durchführen. Ultra starke Karte, ultra gute Karte. An sich gibt es ja auch noch super viele andere Monster, die wir potenziell ziehen können. Seven Straßen Hexenmeister, den kenne ich noch gar nicht. Okay, lege 3 offene Monster von deiner Spielfeldzeit auf den Friedhof. Beschwöre ein Monster von Typ Hexer, Stufe 7 oder niedriger, Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Interesting. Also sind viele neue Karten, die ich eventuell in mein Magier-Hexer-Deck splashen möchte. Wir schauen mal, vielleicht haben wir Glück in diesen kostenlosen 7 Packs, die wir haben. Wir haben Kanan, die Sicherheitswache. Okay, ist ein Aqua leider. Keiner, kein Hexer. Hier haben wir einen Hexer mit 1,5. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann haben wir hier noch ein geflügeltes Ungeheuer, was uns leider wenig bringt. Aber ich brauche ein paar neue Vanillas. Und Ziel wird hier ebenfalls krass geboostet halt. Und wie gesagt, ich war auf den Worlds. Ich durfte da das Rush-Duel, ich durfte das Speed-Duel, ich durfte das Master-Duel und ich durfte das TCG-Final dort live anschauen. Es war wirklich ein wunderschönes Event. Da nochmal vielen lieben Dank auch an Konami, die mich dort eingeladen haben. Und wir haben hier einen neuen Hexer mit dunkler Magier-Vorhang. Kennen wir aus dem TCG, die Karte. Wir gucken mal, was die kann. 700, 700, Stufe 2. Zahle 700 Life Points. Grabe die 4 obersten Karten des Decks aus. Du kannst bis zu 2 Ausgaben dunkle Magier oder dunkle Magier-Mädchenkarten auswählen und deine Hand hinzufügen. Ist interessant, so ein bisschen Mill-Action halt. Ne? Sie immer noch super stark, nenne ich es mal halt. Genauso wie Maschinen immer noch ultra stark in Rush-Duel. Aber ey, ich spiele lieber mein Blue-Eyes-Deck mit in Seventh Road Magician. Das war das Deck, welches ich auch gespielt habe, als ich bei der Rush-Duel Academy war letztes Jahr. Das ist fast so ein Jahr her. Das war schon echt nice. Garantierte Super Rare. Okay, der Seven Straßenhexenmeister nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, Kuribo-Effekt. Komm schon, Kuribo, maybe. Let's go, der zweite. Wir wollen das Deck so crazy millen, dass unser Seven Straßen Meister so viel Schaden wie möglich machen kann. Das wäre sehr, sehr gut. Am besten Turn 1. Auch den Vanilla Magier ein bisschen mitnehmen. Ja, das haben wir 3 Stück auf jeden Fall von dem, was schon mal ganz geil ist. Okay, vielleicht haben wir hier nochmal was. Eine Ultra Rare. Okay, Vihal, der Megamonarch. Könnte interessant kommen. 2400, 8 Sterne. In diesem Spielzug, indem du diese Karte als Tribut beschworen und Angriffsposition beschworen hast, Effekt, dein Gegner wählt eine Karte auf seiner Spielfeldseite und du zerstörst sie. Finde ich jetzt nicht so gut. Also klar ist Zerstörungseffekt, aber da gibt es bessere Karten, nenne ich es mal. Und wir haben nochmal die Retro-Handy. Mautz, Mautz. Okay, wir haben dich, Pharaon Holo. Oh, there's something. There's something. Let's go, Illusionsschlagdrache. Da ist er, der Boy. Und den können wir heute spielen. Das ist wirklich nice. Okay, I'm happy. I'm happy. Ich habe alles, was ich wollte. Ich habe alles, was ich wollte. Mehr brauche ich nicht. Was haben wir Tolles in dem Bundle? Lass uns mal das hier mitnehmen. Weil Angriff annullieren ist so eine gute Fallenkarte, nenne ich es mal, dass ich sie ganz gern haben wollen würde halt. Und zusätzlich haben wir jetzt hier auch nochmal 17 Packs von der Erweiterung.
könnt ihr potenziell nochmal irgendwas Nices ziehen. Deswegen immer sehr zu empfehlen, holt euch die Bundles. Shun Mellow hier in Ultra Rare. Und ich glaube, wir haben alle Karten damit, die wir irgendwie brauchten halt auch. Was ganz Nices. Probieren wir das einfach mal. Das ist ein ziemlicher Monster-Mash-Haufen, sage ich mal. Wir können noch einen von denen rauspacken nochmal. Dann haben wir einen in alter Art und einen in schön, weil sonst haben wir, glaube ich, zu viele Monster von einer hohen Stufe am Start. Aber wisst ihr was? Wir tryen das einfach mal. Das ist unser Deck. Dementsprechend schauen wir mal. Ihr könnt mir auch gerne Vorschläge für Decks in die Kommentare schreiben. Beim Speedrun möchte ich ja ganz gerne mit Cosmo durchstarten. Ich habe jetzt mehrere Wochen da ein bisschen gedaddelt und muss sagen, das bockt sehr. Und wir haben auch genug Diamanten, um uns jetzt auch ein paar Support-Sachen dementsprechend zu holen. Also freut euch. Nächste Folge wird sehr, sehr nice werden. Und sie kommt auch eventuell schon nächste Woche. Mal gucken. Wenn alles klappt. So, wir gehen jetzt aber rein und schauen mal, ob wir hier gegebenenfalls was Nices machen können. Unsere Hand sieht bisher nicht so cool aus. Gut, dass wir nicht anfangen. Wir können auf jeden Fall ein bisschen was machen. Unser Topdeck muss gut sein. Unser Topdeck muss wirklich gut sein. Ich habe den Steffen Straßenzauberer reingemacht. Der kann ein bisschen den Angriff runterziehen des Gegners. Aber bisher sieht das hier noch nicht so nach einer guten Hand aus, die wir haben. Falls wir noch ein normales Monster ziehen, können wir auf jeden Fall mit dem hier ein bisschen angreifen, das würde mich ganz freuen. Unser Gegner hat auch nicht so viel, wie es aussieht. Oder Tribut beschwört vielleicht was. Aber es sieht nicht so danach aus. Wir gucken mal. Komm schon, nochmal das Monster. Nein, das ist gar nicht gut. Das ist ganz schön gar nicht gut. Aber wir müssen unsere Hand ein bisschen ausdünnen. Deswegen machen wir das mal und legen den Blue Eyes weg. Zerstören die hintere Karte von ihm. Sieht wahrscheinlich... Ah, Schwert und Schild ist schon mal ganz nice. Und dann setzen wir den Kollegen und dann können wir eigentlich nur passen halt, ne? Es ist jetzt nicht die Welt, ich bin ehrlich, es ist jetzt nicht die Welt, aber ey, unser Gegner hat bisher auch noch nicht so viel, deswegen hoffe ich mal, dass... ja, dass das jetzt gleich besser wird mit unseren Draws. Wir ziehen gleich drei Karten hier hoch, das ist ganz gut. Aber wir gucken mal. Hihi. Bitte OTK uns nicht, bitte OTK uns nicht, bitte OTK uns nicht. Oh no, Double Tributbeschwörung. Okay, großer Cerberus. 300 Schaden macht er uns. Das ist schon mal in Ordnung, nenne ich's. Okay, die Angriffskanone kommt auch nochmal rein. Eine Karte wird gesetzt und dann wird er uns, glaube ich, angreifen einfach. Bitte greif mit dem 1-5er erst an. Du hast doch Angst vor meiner Defense. Du hast Angst vor meiner Defense. Nichts kann hier meinen kleinen Straßenzauberer aufhalten. Warum holt er noch ein Monster raus? Okay, so kriegen wir weniger Schaden. Es ist immer noch sehr viel Schaden. Wir müssen jetzt hoffen aufs Herz der Karten, dass wir dieses Duell noch irgendwie überleben jetzt. Ja, gut. Das lief ja irgendwie nicht so gut, ne? Er braucht nur ein Monster, dann haben wir verloren. Hat er ein Monster? Er hat sogar ein Monster. Ey, der ist Retro. Komm schon auf, Kollege. Komm schon auf, Kollege, wir hatten gar nichts. Hater würden sagen, mein Deck hat zu viele Tributbeschwörungen und ist vielleicht ein bisschen clunky mit Magier und Drachen-Engine. Ich sage nein. Ich sage, das kriegen wir hin. Wartet's ab. Okay, wir fangen an. Wir haben ein Set 1. Wir beschwören den auf jeden Fall, damit wir mehr ziehen können. Und wisst ihr was? Das wird ein klassisches Set 3. Wir spielen hier das Trap-Deck. Wir haben keine Angst vor den Angriff. Und wir haben Angriff annullieren. Unsere neue Karte. Die tatsächlich fast in jedem Deck gespielt wurde, halt auf den Worlds. Ist halt eigentlich auch sehr solid halt, ne? Du annullierst sozusagen die komplette Battleface. So, was hat er denn hier? Er beschwört ultimatives Flaggenungeheuer Avantwolf. Dann kommt der Kollege und wir spielen gegen Machines. I mean, ihr seht schon, Machines sind schon sehr stark. Die haben gute Vanillas. Was ganz gut ist. Hat er eine Tribute Summon, ist die Frage. Funken, okay. 200 Schaden ist in Ordnung, Bro. Das ist jetzt nicht so die Welt. Lass uns kämpfen. Lass uns doch einfach mal die Battle Phase annullieren. Habe ich gerade Bock drauf. So, damit ist sein Zug beendet. Wir haben eine Backrow, gegen die wir kämpfen. Und drei Vanillas. Ist machbar. Mit 5 neuen Karten. Mit 5 neuen Karten auf jeden Fall. Wir haben Options, denn wir haben den Kollegen hier. Wir haben den Gravitationsdrachen. Und wisst ihr was? Wir werden mal seinen Effekt aktivieren. Aber die Frage ist, was legen wir weg? Was legen wir weg? Eigentlich müssten wir einen Hexer weglegen, aber wir brauchen unsere Hexer alle. Ich glaube, ich lege den Straßenmagier tatsächlich weg. Ja, ich lege den Straßenmagier weg für einen Draw gleich.
Und wir wollen den Angriff von dem Kollegen ein bisschen runterziehen. Bisschen runterziehen. Dann nochmal beschwören wir den Drachen. Dann holen wir den Magier. Ganz easy. Und dann werden wir den hier beschwören. Pass mal auf. Und zwar werden wir unseren Hexer wegtributen. Wir werden unseren Drachen wegtributen. Und werden dafür unseren schönen semi-blauiger Hellerdrache beschwören. Wimmel nochmal eine Karte extra. Und wir haben 3K. Und jetzt aktivieren wir Gesundungskraft. Und wir wollen den wieder im Deck haben. Wir wollen den ganz gern wieder im Deck haben. Und den ebenfalls. Können die Karte ziehen? Vielleicht ziehen wir nochmal einen Stufe 4er. Wir ziehen einen Stufe 4er. Das ist ja so, als hätte ich es predicted. Und jetzt können wir noch unseren blauigen weißen Drachen holen. Aber wollen wir das? Das Ding ist, so könnte ich jetzt ein komplettes Feld clearen. Aber anders könnte ich mehr Schaden machen. Ich glaube, ich entscheide mich tatsächlich für den Schaden. Und ich rufe den bläugigen weißen Drachen. Und wir gehen rein. 3000, über 800. Und mit 3000 hier rüber. Gut, wir haben eine Feindkarte verdeckt noch. Wir haben zwei krasse Monster. Und wir ziehen gleich 5 neu. Er zieht jetzt ebenfalls 5 neu. Aber mach die erstmal platt, Kollege. Mach sie erstmal platt. Okay, das ist doch auch wieder, ne? Er hält Life Points. Bro, die Karten sind nicht so crazy, sage ich. Das sind, ich würde sagen, diese ganzen Life Points, Abzug, Life Points geben Karten. Entweder sie funktionieren krass im Maschinendeck, aber ich bin irgendwie nicht so super zufrieden mit den ganzen Karten. Okay, er zerstört meine Back Row. Okay, ist das nicht so krass? Er hat 3 Karten noch. 3 Karten. Er hat ein Monster auf dem Feld. Falls er noch ein Monster hat, dann hat er noch eine Karte zusätzlich zum Tributen und dann hat er noch eine Backrow eventuell. Ich glaube nicht, dass er unser Feld clearen kann. Er setzt eine Karte, okay. Das heißt, höchstens ein Two-Tribute-Summon hat er noch. Lege Zweikampf in deine Hand auf den Friedhof, ändere ein offenes Monster auf der Spielfeldseite in verdeckter Verteidigungsposition. Okay, das ist aber nicht so stark. Also klar kann er jetzt eins flippen, so von meinen, aber das bringt ihn ja nichts. Das bringt ihn ja legit gar nichts. Oh, er hat eine Talmanische Siegelreihe. Ultra gute Karte tatsächlich, halt um Angriffspunkte zu reducen. Und er hat ja noch den Kriechdrachen, der jetzt auch nicht wirklich stark ist. Aber, Bro, hä? Wie, warum? Das war's nicht. Was passiert jetzt? Hä? Hä? Kann mal einer sagen, was das gerade war? Ich kann's euch nicht sagen. Ich weiß es legit nicht. Lass uns mal zaubern. Und zwar werden wir den Kollegen weglegen. Um eine Karte zu ziehen. Oh boy, wir haben unseren Boy gezogen. Wir haben unseren Boy gezogen. Lass uns nochmal eine Karte millen. Oh, stimmt. Lass uns das machen. Ich wusste gar nicht, dass er das kann, aber das machen wir doch einfach mal. Wollen wir ihn rufen? Okay, ich glaube, der Kollege, der hat genug. Ich will auch meinen neuen Drachen rufen. Bitte lass mich. Marias Drache. Und ich habe auch noch, wisst ihr, ich habe beides. Ich habe meinen neuen Magier. Und den Drachen. Warum lässt du mich nicht spielen? Hey, und damit haben wir nochmal ein Match gewonnen. Und wisst ihr was? Damit war es auch für heute. Falls euch das heute sehr gefallen hat, dann lasst mich auf jeden Fall das wissen in den Kommentaren. Wie gesagt, nächste Woche kommt das neue große Update. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde ultra gerne die neue Sevens Straßenmagier Fusion spielen wollen. Wir versuchen sie zu ziehen, wir versuchen sie zu bekommen. Falls ihr dabei sein wollt, checkt nächste Woche auf jeden Fall den Kanal ab. Und ich bin raus.